Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Dragon Quest 993. Im letzten Teil haben wir erfahren, dass Marion Blümli gar nicht Marion Blümli ist, sondern es ist ihre Puppe, die durch eine der goldenen Fügen zum Leben erwacht ist. Und diese wurde jetzt von ein paar Ganoven entführt und da haben wir den Wehwolf. Ist, wie wurde gesagt, wir würden auf Werwölfe finden, Werwölfe treffen? Nein, nicht Werwölfe, sondern ein Wehwolf. Oh jemini. Und der Wehwolf, der kriegt jetzt alles ab. Wow. Und zack. Oh. Alter, Wallace. Steig mal ein bisschen auf die Bremse hier. Lass noch was für die anderen übrig, okay? Wie ist das jetzt? Schmeckt der untere Teil nach Pferde, der obere nach Katze? Und schmeckt Katze wie Hühnchen? Ich habe keine Ahnung. Und nun, ich weiß, dadurch, dass ich da offscreen ein bisschen trainiert habe, dass dort hinten die Ganovenhöhle ist. Also, es hieß ja der Berg im Norden. Das heißt, dorthin haben sie die verschleppte... Oh, Kajor reicht Stufe 9, Stufe 20. Ich meine, ich viel Talentpunkte. Hole! Was mache ich Schönes? Büchsenöffner mit den Klauen und der Kampfstab. Fokus. Konzentrieren. Machen wir den Büchsenöffner. Dann machen wir hier. Und dann machen wir hier. So. So, mal sehen. Kajor lernt das Talent Büchsenöffner. Okay, wir reichen die Stufe 18. Ja, prima. Verbessern sich, neue Zauber, neue Chance. Neue Chance, das hört sich an wie ein Resurrection-Zauber, also ein Wiederbelebungszauber. 4 Talentpunkte, hole. Mal sehen, was nehmen wir Schönes. Dämonenleber, das klingt gut. Schild, Blockchance, plus 2. Natürliche magische Medizin, plus 20. Das klingt gut. Und das mit dem Abwehr-Champion Blockchance plus 2% prachtvolle Parade. Zauberspieler, das klingt auch gut. Ich glaube wirklich, bei ihr lohnt es sich, wenn ich da auch ein bisschen mit Verteidigung draufsetze. Oder? Oder sie macht das ja eigentlich nicht selbst, aber na gut. Kiwis magische Medizin steigt um 20. 262 Goldmünzen. Ole! Und dann habe ich auch noch 1500 aus der alten Truhe bekommen. Haha. Oh Mann. So, da sind wir richtig, oder? Ja, die Ganovenhöhle, Ganovengrotte. Und was stand da nochmal? Schuveliester Schild. Ganovengrotte. Hauptquartier. Dämonenfurcht. Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich eine von Lobstkarsen. Das ist aber hier dieser Sackstand. Schuveliester Schild. Leute mit Anfragen, da längs bitte. Da längs, mit da längs durch die Tore. Okay. Was steht hier jetzt noch wieder? Schuveliester Schild. Und immer Augen auf. Ab hier fiese Monster. Beispiel A. Du siehst aus wie ein Schandvogel, nur in Violett. Entschuldigung. Einmal links, einmal rechts. Wieder was? Was? Wie? Wer? Wo? Wo? Aha, da müssen wir hin, hä? Da haben wir den einen Übeltäter. Ach, der mit dem Akzent ist weiter klein, oder? Was zum Teufel sollen wir jetzt tun? Also, wer von denen hat dann... Da ist ein Dritter im Bunde, der so schreibt, oder? Tut mir leid, Boss. Aber wieso aussieht da die Kleine keine Familie mehr? An ihrer Dienstboten hat sie alle rausgeschmissen. Niemand wird merken, dass sie verschwunden ist. Stimmt, das war schon ein wenig einsam dort. Was bist du nur für ein Depp? Aber so schnell geben wir nicht auf. Selbst wenn sie keine Familie hat, muss es doch irgendwo Freunde geben. Nur Geduld. Es wird schon jemand mit der Kohle auftauchen, ganz sicher. Geduld? Hehe, du bist ein Genie, Boss. Ein verdammtes Genie. Natürlich bin ich das, denn du bist der Doofe, ich bin der Schlaue. Was? Was ist das denn? Was ist das? Ein Schamane. Okay, das, also den habe ich schon getroffen, nur in einem anderen Farbschema. Hä, Feu, Feu, Aua. Feurio, auf Flamme. Nee, auf Flamme. Lose. Na, wartet. Alle auf den Schamanen. Ein unheimliches Glühen. Naja. Unter unheimlich verstehe ich was anderes. Hat sich eher selbst blenden lassen von dem Angriff. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich habe keine Ahnung. Ich folge einfach mal der Karte. Ich folge der Karte. Was ist hier? Schubbelt ist das Schild. Willkommen. Bitte reinkommen und hinsetzen. Werdet bitte doch... Haltet ihr mich für doof? Soll ich mich hinsetzen? Das ist doch eine Falle, oder? Das ist doch eine Falle, oder nicht? Das ist ein klappriger alter Stuhl. Draufsetzen? Naja, machen wir halt mal. Chovo setzt sich und wartet auf die Entführer. Ach so, das war der Ort, der zu wegen dem Treffen. Ich glaube, ich habe Schritte gehört. Los, wir schauen mal nach. Also der hat es gesagt, gut.
Teufel! Ah, okay, so kommt man runter. Was macht ihr denn hier? Oder habt ihr etwa das Lösegeld bei euch? Was sollen die Blümchen? Schön. Willkommen in unserem Versteck. Ist nichts Großartiges. Wir haben halt nicht viel, wisst ihr? Ihr habt eine schwenkbare Kamera. Das ist nun schon Luxus. Nichts sagen. Ich kann mir schon denken, wer ihr seid. Ihr seid... Blümlis. Auf jeden Fall seid ihr so ein reicher, feiner Pinkel, nicht wahr? Seht ihr das nicht, meine beste Weste? Ich habe Money. Kommt mir aus dem Hintern geschossen, ja? Mann, ich wusste doch, dass sich die Entführung lohnt. Aber keine Sorge, der jungen Dame geht's gut. Noch. Wir haben ihr kein Haar gekrümmt. Naja, können wir einfach wieder ersetzen. Hol das Mädchen! Falls es euch nichts ausmacht, einen Moment zu warten. Warum dauert das denn so lange? Boss, wir haben ein Problem, Boss. Hä? Was ist denn? Sie ist weg. Der Vogel ist ausgeflogen. Sie ist was? Was? Bitte wiederholen. Psch, au, psch, au, psch, au. Eieiei. Na super, abgehauen ist sie. Ja. Aus dem Weg. Du schandiger Schnabe, du. Was? Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Und weg ist sie. Überall Schilder, hä? Schon wohl ist der Schild. Hm, doof. Entführen mit Stil. Doof. Ah ja. Das sind doof. Doof stimmen sie schon anstellen, wenn ihr mich fragt. Wenn ihr mich fragt. Zum Beispiel hier, was haben wir Schönes? Ich dachte, hier wäre jetzt ganz schön ganz viel Geld versteckt. Jovel liest das Schild. Zugang nur für autorisiertes Personal. Da muss noch ein Dritter im Bunde sein, weil keiner von den beiden spricht. So einem Blitzbrocken? Kurz. Ach, du liebst das bisschen. Bitte was? Wie ist das denn? Wie ist denn das passiert? Die Zehngitter wurden aufgebrochen. Aufgebrochen, die wurden aufgebogen, als wäre der Hulk ausgebrochen. Sie war doch hier. Genau hier. Wo ist sie denn hin? Also ich würde mal sagen, hier in die entgegengesetzte Richtung. Ich finde, wahrscheinlich nicht hier nach draußen, sondern hier den ganzen Weg hinten durch, oder? Die Tür ist verschlossen. Aufschließen. Kakling, schließt die Tür auf. So habe ich nämlich jetzt eine Abkürzung. Oder? Wo? Ah! Jovel ist das Schild. Leute mit Anfragen, bitte Eingang vorne rum benutzen. Pff, ich nehme den Hintereingang. Ich bin so frei. Ich bin schmutzig. Jovel ist das Schild. Kein Zutritt nach Pier. Nur doofe Leute. Ach, nur doofe Leute. Ja, dann habe ich wirklich einen Zutritt. Au, oh, okay. Den Weg habe ich überhaupt nicht gesehen auf der Karte. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Gut, ich habe jetzt eine Abkürzung und kann jetzt einfach durch. Und jetzt der Marionette hinterher. Sie ist ziemlich stark, wie es aussieht. Ich meine, sie konnte einfach so die Gitterstäbe aufbiegen und wenn sie jetzt wirklich wütend ist, weiß man nicht, was sie tun könnte. Ich meine, sie hat ja sowieso schon ziemlich Launen. So, was haben wir hier Schönes? Eine Fiole Krötenöl. Dankeschön. Und ein Gegengiftkraut. Aber hier, zack, eine Schlangenhaut. Und ein bisschen Gegengiftkraut. Und da haben wir eine Nische. Wer schreibt hier all die Schilder? Warnung! Am Ende der Höhle sind ganz gefährliche Monster. Ach, Monster. Kein Monster, sondern Monster. Monster, oh, französische Art. Warnung, wir haben euch gewarnt. Ah ja. Und hier nochmal extra Warnung. Warnhinweis, gefährliche Gesamtsituation am Ende des Neigungsbereiches. Warnungssituation, hä? Da hat jemand wirklich Zeit, hier all die Schilder zu schreiben. Und ich habe auch die Zeit, sie zu lesen. Diese Jagdroboter suchen wieder nach dem schleimischen Metallburschen. Vorsicht, mit denen ist nicht zu spaßen. Was? Jagdroboter? Schleimische Metallburschen? Von wem redet der denn bitte? Und du, hast du sie gesehen, hä? Oh Mann, wo ist sie denn nur hin? Was? Was machst du hier? Willst du mir so ranhelfen oder was? Aber pass gut auf, hier in der Höhle soll ein grausames Monster hausen. Und wenn ich mächtig was drauf hat, kann sich gehackt legen. Ah, verdammt, das ist doch nicht zu fassen. Ein grausames Monster. Aha. Na, ich hoffe mal, dass ich jetzt fit genug bin. Ich meine, meine Leute, die haben jetzt hier 20, 19, 18, 19. Sollte doch, denke ich, reichen, oder? Ich hoffe es doch. Ich hoffe, dass du tiefst. Okay, gehe ich links lang oder rechts lang? Ich gehe mal hier entlang.
Und ich habe erstmal die Truhe. Halleluja. Eine Hephaistusflamme. Oh. Wofür kann ich die denn nehmen? Auch wieder hier zum Alchemisieren. Da hat mir ja jemand freundlicherweise eine Liste gegeben. Dann muss ich mir nicht all die Bücher lesen. Danke schon nochmal dafür. So, am besten wirklich auf die Karte achten, dass ich weiß, wo ich hin muss. Wo ich überhaupt hin kann. Aus dem Weg. Ich muss sie schnell finden. Kann mich nicht hier mit euch vergnügen. Ihr kleine Monster. Monsterle, so Monsterle Sternchen. Viele Schamanen unterwegs, hä? Wie komme ich da an die Höhe dran? Von hier, okay. Einmal hoch. Einmal geholt. Was haben wir Schönes? Da. Ein starkes Gegengift. Ja, dankeschön. Ach ey, überall. Überall hier Monster unterwegs. Und was für ein großes bitte, hä? Und Jagdroboter? Kanonengrufe, Untergeschoss 1, okay. Also der Falter. Okay, was bist. Was bist du? Sind das Metallschleime? So viele? Das ist ein Jagdroboter. Okay. Bip, bip. Sehr lakant. Sehr lakant. Auslöschen. Auslöschen. Zerstören. Exterminate. Bip. Ah, jetzt sehe ich's. In der rechten Hand ein Schwert, in der linken Hand ein Bogen. Aha. Moment, wenn er beide Hände voll hat, wie schießt er bitte? Klingebrecher. Autschi. Moment. Mir kommt es gerade. Der ist schon tot. Er ist aus Metall. Schon mal reicht die Stufe 20. Hey ho, hey ho. 4 Talentpunkte. Mal sehen. Angriff plus 10 mit Peitsche. Schild. Ich glaube, da nutze ich lieber nicht den Schild. Geschmeidigkeit. Agil in der Krise. Machen wir das doch mal. Und machen wir Schwert. Mehr kritische Treffer mit Schwert. Ich glaube, das Schwert wird doch eher meine Hauptwaffe. Shovo kann feindlichen Angriffen leicht ausweichen, wenn er in einer Krisensituation steckt. Das heißt also geringe Erfahrungspunkte oder Abtaucher. Aha, danke. Der Kurve erhält 144 Goldmünzen. Ich habe eine Idee. Moment. Mal sehen. Moment. Kaio. Mal sehen. Der hat doch eine neue Waffe. Und er hat eine Fähigkeit namens Boxschanöffner. Das könnte doch bedeuten, gegen. Die sind doch Metallschleimer, oder? Erfahrung, kommt zu mir! Das könnte bedeuten, dass es gegen Metallfeinde eine Stahlstaffel ernährt sich. Aha. Das. Oh, komm schon, die geben mir Erfahrungspunkte. Komm schon! Yikes! Die Perdersäuch! Ja, definitiv. Und die können sehr leicht fliegen. Die muss ich schnell besiegen. Komm schon. Bleib dort. Bleib an Ort und Stelle. Hier geblieben! Yikes! Oh mein Gott, die kann austeilen. Und einstecken kann sie auch noch. Komm schon, es gibt doch dreimal so viele Erfahrungspunkte. Als nur mit Metallschleim. Komm schon. Mach's wieder! Oh yeah! Schauen wir mal, wie kriege ich? Boah! Okay. Über 3000 Erfahrungspunkte, Halleluja! Wurde erreicht zur Stufe 20. Wer hätte es gedacht? 4 Talentpunkte, Malabuchki. Was machen wir? Thanatos-Terror. Das klingt gut. Geschäftssinn. Natürliche Flinkheit. Klingt auch gut. Mal sehen. Warnes-Flinkheit steckt um 20. 60. Alter. Die ist ein guter Trainingsplatz hier mit der Stahlstoffe hier unterwegs. Über 3000 Erfahrungspunkte. Echt, durch einen Tipp hätte ich sonst auch gar nicht über Metallschleime erfahren. Eine Mini-Medaille. Aha. Also diese Jagdroboter so jagen diese Büschchen. Die hier nämlich. Aber ich jage sie auch, denn ich will Erfahrung sammeln. Was ist denn das denn bitte? Guck dich so blöd, was wollt ihr? Erstmal die Stahlstaffel angreifen, bevor sie hier wieder sich verdünnisiert. Wie soll das überhaupt gehen? Sie ist eine zähflüssige. Sie sind Schleim, das ist zähflüssig, die können sich nicht verdünnisieren. Oh! Kiwi haut jetzt rein! 71, halt, Walter. Was sind das? Wirrwanze. Okay. Moment, das will ich jetzt testen. Moment, bei Kaio. Fähigkeiten. Mal sehen. Ein Angriff, der Maschinenschwert zusetzt. Hab ich's mir doch gedacht. Hab mich also gut entschieden. Jetzt, wenn diese Roboterjäger unterwegs sind. Was ist das denn? Ich hab's nicht gelesen. Was war das, Speedy, für ein Angriff? Gelten die auch als Maschinen oder sind das Insekten? Ich glaube ja, das sind Insekten und da hätte Warner eine passende Fähigkeit. Alter. Danke für die Mittelheilung. Über den Mittelweg gleich zum Erfolg. Okay. Probieren wir das mal. Angreifen. Fähigkeit.
Genau, ein Angriff, der Insektenschwert zusetzt. Nimm dies, du Wanze! Er schlägt ein wie eine Bombe. Vorspiele kann sie auch noch und sie hat nicht mal einen Mund. Fiau. Zack. Komm schon, jetzt will ich sehen, wie viel die Fliegenklappe macht. Und 71, meine Freunde. Der Jovo, der kann kombinieren hier. Ach stimmt, ich hatte ja die Stahlstaffel besiegt. Jovo reicht Schiffer 21. Eine neuen Zauber mit der Landung. Jetzt kann ich auch heilen. Gut. Was machen wir denn? Angriff mit 10. Wie ich mehr auf Peitsche. Wisst ihr, bei vielen Feinden ist eine Peitsche eigentlich gut. Ist ja gut. Aber ich gehe erstmal hier auf das Schwert. Kaio erreicht die Stufe 21. Hey ho, hey ho. Nochmal 4 Talentpunkte. Machen wir mit den Clown und machen wir den Kampfstab. Erlösung, das klingt wie eine andere Technik, oder? Konzentrieren vermute ich mal. Konzentrieren macht ja, das kann er wahrscheinlich dann selbstständig, das macht, dass sein nächster Angriff eine bessere Volltrefferquote oder so hat. Kiwis weiter verbessern sich. 103 Stufe 21. Alter Falter, hier kriege ich ein Training. Mal sehen. Messer. Mann. Geschäftssinn, Fallgrube. Ich muss niesen gleich. Die Aufregung steigt mir in die Nase. 256 Goldmünzen. Halleluja, meine Freunde. Es läuft gerade gut. Noch mehr Insekten. Alter, hier werde ich nochmal zurückkommen, wenn ich fertig bin. Hä? Hier kann man hier Erfahrung und Gold sammeln, wie sonst was. Handvoll Eisennägel. Damit kann ich mir meinen eigenen Sarg nagen. Hoch, ist das nicht schön. Hey, aus dem Weg. Nein. Na warte, du wirst die Fliegenklatsche der Macht bekommen. Mach dich bereit. Fliegenklappe. Tada! 46, das war massig Schaden. Zack. Und das war der Rest gewesen. Das waren ganze 90. 90 hältst du nur aus. Du bist ja hier aus Pappe gemacht. Wie komme ich da drüben hin? Achso, da drüben. Ich sehe schon. Nein. Achso, da ist eine Treppe. Okay. Aus dem Weg. Moment, da lang? Oder ich gehe keine Ahnung, wo lang. Ich erstmal da lang. Erstmal da lang, meine Lieben. Ich glaube, wenn, dann finde ich hier. Aha, Tro finde ich hier, okay. Was haben wir Schönes? Da la la la. 1700 Gold. Halt, Falter. Das ist so. Haha, ausgewichen. Die Diebe lassen hier einfach hier ihre Beute liegen. Und genauso auch habe ich im Schrank von der Frau Blümi einfach mal 1500 gefunden. Alter Falter, wie viel Gold habe ich? 10.900. Und auch meist. Auch Ausweichmanöver habe ich wie ein Ast. Alter Falter. Ich bin wirklich gespannt auf dieses Monster. Was wird das sein? Wahrscheinlich ein riesiger Roboterjäger. Der Anführer von denen. Okay, ich gehe erstmal links. Wenn du rechts steht, gehe ich erstmal links. Super. Okay, da ist eine Truhe. Ich will erstmal zu der Truhe. Truhe. Ausgewichen. Haha. Bist du langsam? Okay, das ist keine Truhe. Was ist das? Jovo untersucht den Stein. In den tiefsten Tiefen der Dunkelheit lebt Tyrantulan macht sich schon bereit. Und wer diese Warnung überhört, auf Tyrantulas Speiseplan gehört. Och nee, Tyrantula. Oh, das klingt sowas von wie eine Spinne. Keine Spinnen, bitte nicht. Ich mag keine Spinnen. Alter Falter, Wolle, du gehst ja aber jetzt zunder, mein Freund. Irgendwie habe ich. Dennoch, ich hab's. Animierte Spinnen gehen so. Ich hab's, glaube ich, wirklich eher mit den realistischen, natürlichen Vertretern. Aber dennoch, Spinnen werden keine Freunde meinerseits sein. Nie und immer. Höchstens ist eine Spinne bei Donkey Kong Country 2, ja? Die mit den großen Schuhen, die ist lustig, die ist cartoonisch. Aber diese Spinnen. Alter, meine Nase läuft. Die läuft mir davon. Sie will in den warmen Süden, will sie gehen. Moment, meine Liebe. Nase putzen. Jetzt geht's wieder. Gut. Alter, ich merke wirklich, wie ich in diesem Spiel aufgehe. Ich habe Spaß dabei und die Witze kommen auch mal aus mir herausgeflossen. Hey. Alter Falter. Okay, es sind keine Falter. Ich weiß, es ist ein Wahnsinn. Auf der Lauer, auf der Mauer sitzt die kleine Wanze. Die Wanze fällt gleich runter und schlägt sich den Schädel auf. So, das ist dann das Ende von dem schönen Kinderlied. Das ist die erwachsene Version, hä? Die realistische Version. Steckt ein wie eine Bombe. Alter. Und die Masse jubelt. Ja, Wanze, wirre Wanze, wie geht's denn so? Eieieiei. Alter, hier Dreiecksformation, hä? Permuda-Wanzen. Unterwegs. Nicht so weit wechseln mit den Permuda-Hosen, obwohl dort auch manche Kronjuwelen verschwinden können.
Wie komme ich jetzt darauf? Das ist die Sache. So, und jetzt war es gewesen. Ah ne, da ist schon noch eine. Jetzt war es gewesen. Heidewitzka. Ja, die geben auch gut Erfahrungspunkte. Gut. Zum Glück habe ich das gelesen, denn dann weiß ich, kann ich mich schon mal drauf einstellen. Große Spinne liegt vorne dran. Dies ist das grausame Monster. Tyrantula. Also eine Tyrannenspinne. Euch greife ich an. Ich krieg nochmal Erfahrungspunkte. Aber so steigt meine Stärke und dann kriege ich mehr Erfahrungspunkte. Aber ich bin dann eine Gefahr für euch. Sie flieht. Feigling! Am Anfang war das halt nur noch durch das Erdbeben, aber danach sollte ich mir merken, alles Übernatürliche, sowas wie Leute oder so, die haben immer was mit Fügen zu tun. Mit der Füge der Macht. Die goldene Füge der wundersamen Zauber. Moment, erst an die Truhe. Wofür ist da der Platz? Oh, ein paar Ultramarin-Fäustlinge. Sind die gut? Moment, ausrüsten. Etovo. Was habe ich im Moment an? Silberne Armschienen. 108. Geschick geht runter. Abwehr. Würden die passen? Würden die gut passen? Nicht wirklich, oder? Das Geschick geht runter. Die Abwehr. Wisst ihr was? Ich glaube, das lasse ich erstmal. Abwehr ist gut. Aber Geschick ist auch gut. Geschick bedeutet besser ausweichen, oder? Wartet. Schaut mal her, wie ich euch fertig mache. Passt nur auf! Nur leider könnt ihr das hier nicht in drei Dimensionen sehen, sondern nur in einer. Ihr habt nicht mal Facettenaugen. Na gut, das haben ja Fliegen. Ist ja keine Fliegen. Mittelheim. Sie können sich gegenseitig heilen. Mein Gott, sie haben gelernt. Sie sind schlau geworden. Na, wartet. Grutz. Was ist die Grutz? 40 Punkte Schaden. Jetzt hör mir doch auf hier. Du bist eine kleine Wanze. Verschweige ein. Ich zerdreh dich unterm Schuh. Moment, ich hol gerade meine AAA-Schuhe, ja? Das sind der extra große. Für den AAA-Abfall. Nicht? Okay. Vorsicht, Wallet, hinter dir. Grutz. Kommt auf dich zugeschossen. Jo! 50! Jesus, Criminy. Oh Mann. Ich hoffe, ich bin wirklich bereit. Für diese Spinne. Ansonsten bin ich am Rad. Dann bin ich ab. Ah, super, hier haben wir jetzt auch wieder das Klipperzeug. Und Marionette, geht's dir gut, Verehrteste? Oh, hallo. Marionette? Woher kennst du meinen Namen? Ich habe neue Freunde gefunden. Einer von ihnen hat einen Bart und der andere trägt eine Maske und heißt Boss. Oh, sie meint die Diebe. Aber es hat keinen Spaß gemacht, mit ihnen zu spielen. Darum bin ich spazieren gegangen. Gehst du auch spazieren? Spazieren gegangen. Ich gehe da mal. Oh, die Tür ist zu. So, die Gitterstäbe. So, jetzt haben sie auch eine schöne Form. Oh. Oh, hallo. Wer seid ihr? Oh Gott. Geh bitte von ihr weg. Die hat keine Angst. Es freut mich, euch kennenzulernen. Ihr seht recht interessant aus. Interessant? Ist nicht ein Wort, was ich auswählen würde. Wollt ihr meine Freundin sein? Ist der Schädel jetzt der Kopf von dem Biest, oder? Oh, verkriech dich ganz schnell wieder in das dunkle Loch, aus dem du gekrochen bist, in das, was du jetzt getan hast. Oh, dafür wirst du ja jetzt die Quittung bekommen. Marionette! Marionette lässt keine Regung erkennen. Oh, du! Du! Ich mag sowieso keine Spinne und jetzt habe ich was gegen dich. Was persönliches, einen persönlichen Grund. Es hat sich gleich ausgekriecht. Ja? Ich krieg dich klein. Du bist bestimmt, wahrscheinlich magst du kein Feuer. Kriegsschrei. Fähigkeit. Fliegenklappe. Jo! Lass dich nicht beeindrucken. Naja. Ich weiß, sie ist ein Arachnoid. Deshalb, das bringt wahrscheinlich nichts, aber ist kein Insekt. Ist ein Achtbeiner. Schauriges Licht. Aha. Resistenz ging negativ ab. Aha, sie sind also anfälliger. Trandula Kraft an. Ey, sie kann also doppelt an. Sie kann doppelt zweimal Aktion einsetzen. Okay. Vorio, auf Flamme. Angreifen, okay, dann wechsle ich am besten
Moment, verschiedenes. Ausrüstung. Kaio. Kampfstabwechsel. So, und einfach alle angreifen. So. Tarantula greift an. X. Okay, wir halten die Angriffe. Ja gut, 20 bis 30 Schaden. Okay, ich mach 10 bis 15 Schaden. Ja, hat eine gute Verteidigung, denke ich. Komm schon, Kaio. Hau rein, das Teil. Und du auch, Jovo. Okay, was mache ich am besten? Zauber. Was könnte helfen? Eistapfen, mache ich das. Zauber hat keine Zauber. Angreifen. Zauber, Heilung, Entgiftung, Beschleunigen. Erhöht die Flinkheit deines Mitglieds. Von Jovo. Alles klar. Warum nicht? Ein satanisches Netz. So. Windsichel. Achso, ich dachte schon, Jovo ist besiegt. Nein, ich kann nicht angreifen, verstehe. Mittelheilung, dankeschön. Das kommt von der Mittelerde. Ist ganz gefesselt. Gefesselt von der Situation, hä? Die ist so spannend. Alter, nur ein Spinn. Das sieht so eklig aus. Ja, ich weiß, dieses gelbe Zeichen, diese gelben Teile, das sind diese Kiefer, oder? Alter, super vergiftet. Moment, da kann ich Aushilfe schaffen. Mittelheilung. Heilt sich selber. Ist in Ordnung. Autsch. Moment, das haben wir gleich. Angreifen, Warnet. Zauber. Entgiftung. Auf Kaio. Zack. Das macht ja gar nicht. Das macht ja weniger aus. So, Entgiftung. Bitteschön, Compatre. Zack. Oh Gott, okay. So, es läuft. Wie das satanische Netz. Hör doch mit den Netzen. Ist untätig von wegen. Giftgeschoss. Badabadabadab. Na, super. Bitte keine vergiftet. Dankeschön. Okay, zack. Sollte ich es weiter mit der Fliegenklappe probieren? Ich glaube, nein. Und jetzt nein verschoben. Stand ist verschwunden. Okay. Yikes! Ja, meine Nase läuft wieder. Ach, du liebes Süßchen. Ach, du liebes Süßchen. Mit der Heilung. Auf dich. Gut. Ich greife an mit den Beinen und... Heilung. Wanda kann sich selber heilen. So. Dies ist das Praktische. Okay, das Licht ist verblasst, das heißt negative... Ach, deshalb auch Vergiftung. Oh! Was? Ach so, das war nicht der finale Schlag, aber 130 Schaden, meine Fräse! Damit haben wir jetzt schon wieder einen großen Teil eben vollbracht. Dankeschön, Kiwi. Auf dich ist Verlass. Zack! Stimmt, durch die Werteverbesserung hat ja Kaio eine bessere Chance mit seinem Kampfstab an den Volltreffer zu landen. Weiter. Zack. Und zack. Hatte Ronan ja nicht eine Beschleunigung auf Jovo eingesetzt? Anscheinend nicht. Okay. Sehr gut. Am besten würde den Kiwi dann Ronan. Haha, ein kritischer Treffer schon wieder. Alter, Kaio, du Beast. Stinkwütend auf Wanted. Wieso? Wieso auf Wanted? Kaio hat dich mit dem Volltreffer erwischt. Ich weiß echt nicht, was sind bei ihm die Augen? Sind es das Rote oder ist es... Ich glaube, das Rote sind die Augen und der Schädel ist einfach nur in der Mitte. Das ist die Nase. Das sind die Augen von dem Schädel sind die Nasen von der Spinne. Der Spender hat doch überhaupt gar keine Nase. Wir können Schaden zufügen. Du solltest lieber heilen. Also, sind alle voll. Blinkheit normalisiert sich. Wunderbar. Giftgeschoss. Ausweichen! Okay, jemand vergiftet. Alles gut, in Ordnung. Dass die doppelt angreifen kann. Der Zorn Tyrantulas für... Aha, der Zorn des Tyrannen legt sich. Zack. Komm schon. Könnten wir nicht eigentlich den Faden, an dem sie hängt, abschneiden und dann, wenn sie am Boden liegt, einfach drauftreten? Hä? Reißt sie die Beine aus, alle acht. Zack. Echt, den Schaden, den ich mache, der geht runter, oder? Und den Schaden, den die macht, der geht hoch, oder? Ja. Diese Winse hier ist gefährlich. Also wenn ich mit dir fertig bin, werde ich hier definitiv fremd trainieren. Komm schon. Ich hatte zwei riesige kritische Treffer mit Kaio. Nein! Ach du liebes bisschen. Ich hoffe, dass diese Sie hat auch eine neue Fähigkeit. Neue Chance. Unter diesem Kühlschrank ist verschwunden. Ich schau am besten mal was. Verschiedenes. Taktik. Kiwi, Wunden heilen. Mal sehen. Befehle folgen. Ich will mal schauen, kann ich bei ihr eine neue Fähigkeit einsetzen? Zauber. Stärkung.
Heilung, Entgiftung. Neue Chance. Belebt einen Verbündeten wieder, doch versagt bisweilen. Ich probier's trotzdem. Sicher ist sicher. Giftgeschoss. Ach, du liebst ein bisschen. Pass auf. Wuh, 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 wuh. Oh je, pass bloß auf. Okay, neue Chance. In die Welt der Lebenden sind zurückgekehrt, Hakayo. Gut, alles klar, alles klar. Jetzt kann ich das wieder ändern. Taktik. Kiwi. Sie hat auch kaum noch Magie. Alter, das könnte nach hinten gehen. Moment, ich kann ja jetzt, ich kann auch heilen. Ich kann ja auch Mitteilungen machen. Oh, das ist perfekt. Dann machen wir das auf Kiwi. Angreifen. Zauber. Heilung. Auf Kaio. So. Zack. Okay. Oh, Kaio steht gerade noch so auf den Beinen. Nein. Oh, das kann ich teilen gehen. Oh, sehr gut. Oh, oh, das ist ganz gefesselt. Okay. Und du, bitte Heilung Kaio. Perfekto Kato. Kann ich sie irgendwie dann was geben? Oder könnte sie von sich alleine ihr Mana wieder auffüllen? Ich glaube nicht. Angreifen, angreifen. Mal sehen. Gepäck. Bei den Verbündeten. Habe ich irgendwas für Mana? Hä? Das hat er auch. Wofür? Ich habe da jetzt was ausgewählt. Aha, man kann ihn verwenden, aber es bringt nichts. Hoffentlich besiege ich die jetzt bald, weil... Starkes Skin-Gift. Danke. Das tut sogar heilen. Aber Kiwi hat keine Magie mehr. Das könnte... yeah. Außer sie hat selbst noch eine Fähigkeit. Ich kann mich aber nicht daran erinnern und ob sie überhaupt genug hat, um die einzusetzen. Heilung? Jetzt hat sie keine MP mehr. Komm schon, jetzt müssen wir sie aufhalten. Los! Die Spinne muss am Boden liegen! Ich wette mit euch gleich, jetzt wo ich sage, dass es knapp wird, wird es wieder passieren. Schauriges Licht. Hör mal auf, doch du Schein. Ich tu dir Heimleuchten, wenn du nicht aufhörst. Alle angreifen, komm schon. Zack. Nummer 13, die Unglückstal. Greift an. Ja, kein Schein, du wirst dir MP zurückkönnen. Ich verstehe schon. Kaschugi, 24. Dieser Tag vor Weihnachten und nun 31 hier. Ja, dann ist nämlich hier neues Jahr ohne Spinne. Oder? Acht, na gut. Untätig, das ist nicht okay. Zack. Ich sage euch, wenn es Kiwi einmal schafft, den Boss zu besiegen, ich werde sowas von beeindruckt sein. Eieieiei. Alter, nein. Zack. Und zack. Komm schon, wie viel haltet ihr noch aus? Okay, okay, kämpfen. Zauber. Mitteilung. Auf mich selber. Angreifen, angreifen. Zack. Ach, komm schon. Zack. Eieieiei. Ach nein, super. Ich sag euch, ich merke keine Spinnen und diese besonders nicht. Also hau einfach ab. Hau einfach. Nehmt den. Deshalb habe ich ihren Schild verbessert, damit sowas passieren kann. Oder eben nicht passieren kann, dass der Angriff durchkommt. Ich sehe es noch kommen, dass Kiwi hier mit einem Angriff gewinnt. Und ich werde so stolz sein auf die kleine Kiwi. Kaio ist auch nicht mehr. Und Warner ist es auch nicht mehr. Bitte. Heilung. Okay. Jetzt sind es nur noch wir, Kiwi. Also. Bitte lass es nicht kurz davor sein, dass ich jetzt kurz davor bin, sie zu besiegen, aber dann halt getötet werde. Ich muss doch hier Marion. Ich muss sie doch rächen, oder? Kiwi. Mhm. Wenn du gewinnst, ich werde so stolz auf dich sein. Gruppe wurde ausgelöscht. Von einer verdammten Spinne. O Allmächtiger, mögst du über diese armen Kinder wachen und sie behüten. Amen. Vermaledeite Spinnen.
Wieso bin ich hier? Weil ich beim letzten Mal hier gewesen bin? Ich war doch schon in einer anderen... Ich war schon definitiv in einer anderen Kirche gewesen, aber naja. Ist nicht so schlimm. Ich kann mich einfach teleportieren. Mit der Zauberteleportation. Da bin ich wieder. Gut, meine Damen und Herren. Wie wird es jetzt ablaufen? Soll ich ein bisschen trainieren? Ich sollte vielleicht ein bisschen trainieren. Und dann, bevor dann der nächste Part wieder losgeht, werde ich mich dann wieder vor der Spinne befinden. Hoffentlich wird es nicht wieder die gleiche Situation wie bei der Pestilenz sein, wo ich immer erstmal ein paar Mal sterben muss, damit es klappt. Die Tyrantula, die ist stark, ja. Aber dennoch, was sie der lieben Marionette angetan hat, das werde ich nicht verzeihen. Nein, das werde ich nicht. Sie war zwar ein bisschen launisch, ja, aber aus einem guten Grund. Sie wollte ihrer Freundin helfen, ihrer verstorbenen Freundin. Und das kann ich nachvollziehen. Also, wenn Ihnen diese Ausgabe von Dragon Quest 9 gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, bleibt bloß weg. Ihr 93 Tovo, I love the Nathaniel. Tschüss. And goodbye.